Wer soll das noch verstehen? Preisunterschiede von bis zu 38% für das gleiche Produkt und das zur gleichen Zeit. Verbraucherschützer haben sich genauer angeschaut, woran das liegen könnte. Bekomme ich gleichzeitig für den gleichen Artikel einen unterschiedlichen Preis, je nachdem von wo ich die Preise abrufe oder je nachdem mit welchem Endgerät ich die Preise abrufe. Und herausbekommen haben wir, dass für den deutschen Onlinehandel, also 16 Händler und auch Amazon, die Preisdifferenzierung nach diesen beiden Kriterien eher eine wirklich untergeordnete Rolle spielt. Allerdings, je nach Endgerät und Betriebssystem werden Preise auch unvollständig dargestellt. Auch der Ort kann einen Unterschied machen. Diese Differenzen aber erklären Firmen mit ihrem Vertriebssystem, in dem Franchise-Filialen ihre Preise selbst bestimmen können. Ein Preiswirrwarr, das die Verbraucherzentrale kritisiert. Ihr Tipp? Dass man als Verbraucher versucht, über einen längeren Zeitraum die Preise zu beobachten, gerade wenn es teurere Anschaffungen sind. Preisvergleichsportale nutzt, auch die bieten mittlerweile quasi eine Preisdarstellung über die Zeit, über die vergangenen Monate. Ein weiterer Vorschlag der Verbraucherzentrale, ganz analog direkt im Handel schauen. Der Online-Einkauf mag bequemer sein, Garant für ein Schnäppchen ist er nicht.